Herzlich willkommen zum heutigen digitalen Salon World Wide Web. Ich bin Lisa Gutemuth, bin Programmmanagerin bei dem Projekt Ranking Digital Rights und bin Gastforscherin hier am Institut. Der digitale Salon ist eine Veranstaltung, die zusammen mit der Kooperative Berlin und uns, dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, produziert wird. Heute Abend werden wir von den Diskutanten verschiedene Perspektiven zum Thema digitaler Kolonialismus hören. Was genau man sich darunter vorstellen muss, wie er sich präsentiert und was zu tun ist. In seinen vielen Formen, von den aktiv Betriebenen zu den Versteckten in Algorithmen, der erste Schritt ist, seine Existenz in Formen zu erkennen und sich von dort vorzuarbeiten. Eines der offensichtlichsten Beispiele digitalen Kolonialismus sind Zero-Rating-Internet-Services, wo Firmen wie Facebook in Entwicklungsländern freien Zugang zum Internet anbieten, diesen allerdings auf ihre eigenen Dienste beschränken, mit dem altruistischen Argument, dass ein wenig Internet oder Informationszugang besser ist als nichts. Was sie aber im Austausch bekommen, sind neue User in entwickelnden Märkten, deren erste Erfahrungen mit dem Internet sie von vornherein bestimmen können und natürlich den Rohstoff, deren Daten. Was für eine Demografie steckt sich hinter diesen Plattformen? Laut ihren jeweiligen Diversity Reports von 2017 erhält man folgende Angaben. 80% der Google Tech Angestellten sind männlich. Bei Facebook sind es 81% und bei Twitter 85%. Wenn es um ethnischen Daten geht, alle drei haben den gleichen Prozentsatz. Nur 9% der Angestellten sind unterrepräsentierten Minderheiten. Der Ingenieure, die Infrastruktur, Plattformen und Algorithmen bauen, die unsere Beziehung mit Online-Kommunikation und Informationsbeschaffung bestimmen, sind hauptsächlich weiße Männer. Das ist nicht über Nacht geschehen, es ist strukturell und systemisch und ist eine Erweiterung, wenn nicht eine Verstärkung der Offline-Dominanz von westlich-maskulinen Wissenssystemen und Marktstrukturen. Was lässt sich tun? Ich bitte euch, diese Expertinnen zuzuhören und ein Auge auf den strukturellen Kolonialismus und Strich oder Vorurteile, die hinter euren alltäglichen Plattformen, Geräten und Informationsquellen steckt, zu werfen. Vielleicht sind wir im Raum weder die primären Opfer noch die aktiven Verursacher dieses Phänomens. Allerdings müssen wir Unrecht erkennen können, um den Status quo zu verbessern. Vielen Dank für die Einführung, die, glaube ich, schon klar macht, dass wir heute, auch wenn wir wieder nur eine Überschrift oben drüber haben, aber mindestens 10 Stränge haben, entlang derer wir diskutieren können. Ich bin gespannt, wofür sich hier die Panelisten entscheiden und nicht zuletzt auch ihr, denn ihr könntet da Platz nehmen und mitdiskutieren. Das ist hier ausdrücklich erwünscht. Es gibt keine Bühne, auf die man hochklettern muss, sondern setzt sich einfach dazu. Wir freuen uns, wenn ihr das wahrnehmt. Und ich freue mich sehr, dass ihr doch sehr zahlreich erschienen seid. Ich weiß nicht, wie es in eurem Bekanntenkreis ist. In meinem liegen, glaube ich, jetzt 80% in irgendeinem Erkältungsbad drin. Also schön, dass ihr hergefunden habt. Und die, die uns im Stream sehen, wir streamen auch, die liegen ja vielleicht im Erkältungsbad, denen auch einen schönen guten Abend. Sie können ihre Fragen und Anregungen twittern, Hashtag Dicksal, wie gehabt. Da schreibt hin, was ihr wissen wollt. Die Bundestagswahl liegt hinter uns, 3 Tage gerade mal, die erste Legislaturperiode mit einer Partei im Bundestag, die sich in weiten Teilen aus Neonazis rekrutiert oder deren Gedankengut nicht gar so abschreckend findet, liegt vor uns. Das heißt, es ist durchaus an der Zeit, das zu bereden, was wir heute Abend bereden wollen. Wir können drüber schreiben, Diskriminierung und wie man ihr begegnen kann. Wir könnten aber auch einfach sagen, Gerechtigkeit und Ausgleich. Wir haben im digitalen Salon schon mal über das Netz als Utopia gesprochen. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch, auch das findet ihr noch online. Da ging es so um diese potenzielle Gerechtigkeitsmaschine, die Erwartungen, mit denen viele in diese eingetreten sind und auch dann die Ernüchterung nach der ersten Euphorie, mit der einige der Diskutanten da auch schon wieder rausgekommen waren. Huch, ich sehe gerade meine Brosche. Entschuldigung, das will ich den Leuten, die online zugucken, nicht zumuten, die Rückseite der Katze zu sehen. So.
Tja, also seither hat sich die Erkenntnis, glaube ich, doch eher verfestigt als aufgelöst, dass wir es da auch mit einer handfesten Ungerechtigkeitsmaschine zu tun haben. Vielleicht sogar, tja, funktioniert sie als solche auch besser. Das werden wir hier diskutieren. Wir reden drüber mit Fachfrauen, die genau das ändern wollen. Und ich stelle sie euch kurz vor. Lena Simon sitzt bei uns, Technikphilosophin und Politologin. Arbeitet für den Verein Digitalcourage. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an Föbut. Das ist aber schon eine einige Zeit Geschichte. Die heißt seit 2012 oder so Digitalcourage. Setzen sich insbesondere ein für Datenschutz und für digitale Grundrechte. Ich habe hier vorbereitet, du warst mal Piratin. Ich habe aber gerade im Vorgespräch erfahren, du bist auch noch Piratin. Wir reden da gleich drüber. Sie hält Vorträge, Lena, gibt Schulungen und denkt über Begriffe wie Technikpaternalismus nach. Kommen wir vielleicht auch drauf zu sprechen. Josephine Abraku sitzt neben mir, ist Afrika-Wissenschaftlerin, lehrt an der Alice-Salomon-Hochschule hier in Berlin und mitunter auch am Zentrum für Geschlechterstudien an der HU, hat das Institut für diskriminierungsfreie Bildung mitgegründet und schult und forscht dort zu den Themen Diversität und Diskriminierung. Da würde ich dich gerne gleich einiges zu fragen. Und sie hat den deutschen Ableger von Black Lives Matter mitorganisiert. Vielleicht seid ihr im Sommer über die eine oder andere Veranstaltung gestolpert, die in dem Monat stattfand. Da hast du tatkräftig mitorganisiert und eingeladen. Neben mir sitzt Kathleen Berger. Ihr könntet also neben Kathleen Berger sitzen. Das ist nämlich euer Platz. Kathleen Berger ist Politikberaterin mit den schönen Schwerpunktthemen Freiheit und Menschenrechte, also die dünnsten Bretter, war Referentin an Forschungseinrichtungen, erspare ich euch jetzt welche im Einzelnen, eine muss ich aber mal rausstellen, im Auswärtigen Amt im Koordinierungsstab für Cyber-Außenpolitik, von dem ich bis vor ein paar Monaten gar nicht wusste, dass es den gibt. Wenn euch das interessiert, guckt mal auf Deutschlandfunk Nova, da gibt es einen Hörsaal, der sich aus einer Veranstaltung genau dieser Abteilung speist. Aktuell bist du für die Mozilla Foundation unterwegs und zwar, jetzt kommt's, als Global Engagement Lead und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist das eine Botschafterin oder was ist da dein Job? So nennen mich meine Kollegen tatsächlich gerne. Also Global Engagement Lead lässt sich tatsächlich einfach nicht übersetzen. Lead steht nur für die Programmleitung. Wir haben ein Programm, das sich Global Engagement nennt. Ziel ist letzten Endes, eine Brücke zu bauen zwischen Public Policy und Advocacy. Was sind die Trends, die es zu digitalen Themen gibt und wie müssen wir aufmerksam sein dazu? Bei Mozilla zwar, wir haben eine globale Community, aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir wissen, was im globalen Raum passiert. Das heißt, mein Job ist hauptsächlich außerhalb der USA und Europa im globalen Süden zu gucken, was passiert eigentlich gerade, worauf müssen wir achten, was sind unsere Partner, die Netzwerke, mit denen wir zusammenarbeiten sollten oder wie können wir die unterstützen, damit sie sichtbarer werden. Okay, klingt weniger nach Botschafterin denn als Scout oder so? Naja, wenn man letzten Endes dann trotzdem in den Vereinten Nationen diejenigen, weil wir eingeladen werden, das ist halt leider so, wir kommen ja auf die strukturelle Diskriminierung noch zurück. Mozilla hat halt den Vorteil, dass wir recht gut anerkannt sind. Insofern habe ich oft das Glück, dass ich in Foren sprechen darf und dann für Partner mitunter auch. Und das ist dann schon eher so dieser Botschafterin-Aspekt. Ich würde gerne nochmal auf deinen anderen Job als Politikberaterin kommen. Wer engagiert dich denn und erbittet sich von dir Expertise zu den Themen Freiheit und Menschenrechte? Ich bin bei Mozilla Vollzeit angestellt, insofern habe ich keine anderen Engagements als Politikberaterin mehr. Ich habe vor meiner Position bei Mozilla ein Programm geleitet, was ich Cyber Capacity Building nannte, wo ich in Indonesien, Kenia und Chile Zivilgesellschaft trainiert habe, wie man sich in Politikentscheidungsprozesse einbringt und die ein bisschen inklusiver gestaltet, offener, was gerade in diesen Ländern nicht selbstverständlich ist, aber wo ich zumindest Potenzial gesehen habe, das Ganze konstruktiver zu gestalten. Ihr Diskutantin kriegt ja im Vorfeld immer einen Briefing-Text. Ich glaube, das ist der, der auch online ist und fängt an mit, das Internet ist weiß, männlich und englischsprachig. Stimmst du dazu? Ich muss leider sagen, ja. Ohne Fußnoten oder mit? Es gibt immer Fußnoten, aber tatsächlich in den globalen Foren oder die Foren, die sich als global und international bezeichnen, ist es nach wie vor so, dass man auch als weiße Frau eine Minderheit ist und ich bin dann immer noch weiß. Also ich habe immer noch sehr viele Privilegien, die ich mitbringe und häufig ist es so, man lädt dann halt den globalen Süden ein. Aber man hat ihn halt eingeladen, das heißt nicht, dass man unbedingt mitgestaltet. Das ist tatsächlich immer noch schwierig. Es verändert sich Schritt für Schritt. Es gibt auch immer mehr Konferenzen im globalen Süden. Aber grundsätzlich ist es leider oft so, dass Diskussionen dominiert werden und dass man dann das eine Panel hat, wo andere Leute sprechen dürfen.
Nun ist ja, wenn wir mal bei Geschlechterdiskriminierung bleiben, lässt sich Facebook zwischen 60 Voreinstellungen wählen, von Androgyn bis Twitter. Wo fühlst du dich da strukturell benachteiligt? Ich war mir nicht mehr bewusst, dass Facebook so viele Auswahlmöglichkeiten hat. Oder aber das ist ja eine andere Frage. Oder weniger doof gefragt, woran machst du die diskriminierenden Strukturen fest? An den üblichen Netzwerken, die die Einladungslisten letzten Endes definieren. Ich glaube, das ist ein Teilproblem. Es ist einfach eine gewisse Diskussionskultur. Man lädt die ein, mit denen man sich wohlfühlt. Man lädt die ein, die halt schon immer da sind. Weil man kann ja nicht, wenn der mich vorher eingeladen hat, den jetzt einfach nicht einladen. Das ist ja nicht nett. Und das ist so ein Effekt, der sich quasi potenziert. Dass die Leute gerne die Leute einladen, von denen sie schon eine Vorstellung haben, was gesagt wird, weil man sich damit wohler fühlt. Das heißt nicht, dass das überall passiert. Ich werde überhaupt nicht sagen, dass es keine diversen Konferenzen im Internetbereich gibt, aber es ist zumindest ein Trend, den man nicht komplett ignorieren kann. Josephine, jetzt können sich digital alle, also in Klammern, die einen Netzzugang haben, mit allen anderen, in Klammern, die auch einen Netzzugang haben, verbünden, vernetzen oder auch einfach austauschen, informieren, direkt, ohne Vermittlung, ohne Moderation dazwischen, ohne irgendjemand, der da hin und her makelt. Das müsste ja, könnte man vermuten, entgrenzend wirken, Empathie fördern, zusammenbinden, totaler Bullshit und längst überwunden, oder ist davon was wahr? Naja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Ja und Nein, ne? Also ich glaube, diejenigen, die unter Umständen ähnliche Vorstellungen zu ähnlichen Themen haben, finden sich und die haben unter Umständen auch Empathie füreinander. Aber ich glaube schon, auch gerade mit Blick auf Widerstand und Rassismus, dass da natürlich vielleicht auch nochmal deutlicher, oder dass die Positionen sich vielleicht einfach nochmal deutlicher abzeichnen vielleicht. Mhm. Ich glaube, wie das denn? Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, das ist jetzt ein Beispiel, was mir spontan einfällt, ich bin von der Zeit angefragt worden für ein Interview und habe im Juni dann ein Interview für die Zeit gegeben zum BLM-Monat, den wir ja in Berlin haben stattfinden lassen. Und dann relativ schnell, ich glaube innerhalb von einer Stunde, gab es 700 Kommentare, von denen ich behaupten würde, dass, ich möchte mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass 95% davon Kommentare waren von Leuten, die sich ganz klar rassistisch positionieren und ganz klar auch gegen Strukturen wie Black Lives Matter beispielsweise. Mhm. Und hast du irgendeine Idee? Wir haben natürlich hier schon ganz oft diskutiert über Hate Speech. Hast du eine Idee oder einen Ansatz, wie dem zu begegnen ist? Kommentarspalte schließen? Viel stärker bei solchen Themen moderierend eingreifen? Wie würdest du genau an dem Punkt rangehen? Naja, ich glaube, das hängt ja von mehreren unterschiedlichen Sachen ab. Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, wie sind die unterschiedlichen zum Beispiel Unternehmen oder Medien ausgestattet mit Blick darauf? Haben die Leute, die das moderieren können? Wenn nein, Kommentarspalte schließen. Da bin ich, glaube ich, ziemlich klar. Ansonsten, und ich glaube, das ist mit das größte Problem, und das zeigt sich unter anderem auch auf Facebook, ist, dass diejenigen, die so etwas moderieren sollen, in der Regel keinerlei Ausbildung dazu haben, was eigentlich Diskriminierung konkret bedeutet und wie das aussieht und wo das konkret anfängt und auch aufhört. Und entsprechend schwierig wird das für die dann auch solche Kommentarspalten zum Beispiel zu moderieren, weil sich natürlich bei jedem einzelnen Kommentar, und 700 ist nicht so knapp, würde ich sagen, da ist schon einiges an Beschäftigungszeit mit verbunden, sich jedes Mal die Frage stellt, ist das schon rassistisch oder nicht? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass es Menschen gibt, sozusagen, die eine konkrete Ausbildung dazu haben, sodass sich diese Frage nicht jedes Mal stellt. Du schulst ja tatsächlich auch dazu, genau zum Thema Diversität, Diskriminierung, wo fängt die an, hast du gerade gesagt. Du schulst ja Leute, die dann Kinder schulen. Was, also wie gehst du vor, womit arbeitest du? Sagen wir, ich bin eine Grundschullehrerin und sage, ach ja, würde mich mal so interessieren, wo fangen wir denn an? Also erstmal würde ich behaupten, nicht nur mit Blick auf formale Ausbildung, aber auch mit Blick auf formale Ausbildung, dass erstmal Klassenstufe, Schultyp und auch fachunabhängig ist. Also es geht wirklich darum, erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, was ist eigentlich eine Diskriminierung wie Rassismus. Und dann zu schauen, was ist eigentlich mein Selbstbild, was ist mein Weltbild, inwiefern sind sozusagen auch meine Denk- und Deutungsmuster durchaus geprägt von rassistischen Machtstrukturen, um da erstmal sozusagen anzusetzen. Und um das mal mit Blick auch auf meine eigene Arbeit zu sagen, wir machen das sehr stark momentan auf der individuellen Ebene fest, weil es auch für Lehrende beispielsweise keinerlei verpflichtende Ausbildung gibt, sich mit Diskriminierungen wie beispielsweise Rassismus zu befassen innerhalb ihrer Ausbildung. Mhm. Und was machst du dann? Also ich komme als Grundschullehrerin zu dir. Du hast ja gesagt, Fach ist wurscht, dann hast du mich und machst mit mir was.
Oder fragst mich was oder gibst mir was zu lesen? Was machst du? Also in der Regel ist es so, ich mag ja den Begriff Workshop sehr gerne, weil ich tatsächlich meistens dafür sorge, dass die Leute selbst sehr viel arbeiten. Ich gebe nicht so super viel vor. Ich gebe auch Input, damit wir sozusagen starten auf einem gemeinsamen Verständnis davon, was ist eigentlich strukturelle Diskriminierung. Aber grundsätzlich gibt es ganz viele unterschiedliche Arbeitsaufgaben, die zum Beispiel mit Selbstreflexion, der Reflexion der eigenen Bildungspraxis einhergehen. Und da könnte zum Beispiel so ein typisches Ding sein, sowas wie, was ist der Status quo? Also inwiefern bilde ich mich zum Beispiel zum Thema Rassismus? Inwiefern sind Auseinandersetzungen und Diskussionen zu diesem Thema auch in meiner Bildungspraxis, inwiefern haben die Raum, inwiefern ist das sozusagen Normalität? Und dann eine ganz simple Frage, was kann ich jetzt tun auf Basis sozusagen dieses Status quo? Weil oft ist es so, dass Lehrende zum Beispiel große Probleme damit haben, solche Fragebögen auszufüllen, weil sie sagen, naja, ich weiß ja gar nicht, was ich da reinschreiben soll, also ist es kein Problem. In der Regel ist aber auch das schon ein gutes Zeichen. Wenn ich nicht weiß, ob ich mich zum Thema Rassismus bilde, dann würde ich behaupten, ist relativ klar, dass das eher nicht passiert. Und die Konsequenz daraus ist aus meiner Sicht relativ logisch. Ich muss anfangen, mich zu diesen Themen zu bilden. Ihr schaut euch ja auch Unterrichtsmaterialien an, Schulbücher und so weiter. Wie divers und diskriminierungsfrei sind die denn? Also von diskriminierungsfrei kann in dem Zusammenhang wie in allen anderen Zusammenhängen nicht gesprochen werden, sondern tatsächlich ist es so, und das versuchen wir immer wieder deutlich zu machen, auch wenn wir von struktureller Diskriminierung sprechen. Strukturelle Diskriminierung ist auf allen Ebenen des menschlichen Seins relevant. Das heißt, das zieht sich in, um mal so ein ganz privates Beispiel zu nennen, in Dating rein, aber entsprechend natürlich sehen wir sowas auch in Schul- und Lehr- und Lernmaterialien reproduziert. Das heißt, zum Beispiel mit Blick auf das Thema Kolonialismus können wir sehen, dass wir sehr viele koloniale Kontinuitäten auch da sozusagen in der Ausarbeitung von Lehr- und Lernmaterialien finden. Ein typisches Beispiel ist ein Unterrichtsmaterial zum Beispiel zum Thema Kolonialismus aus der Mittelstufe, also Sekundarstufe 1 ungefähr, in der die Frage aufkommt, welche Vor- und Nachteile hatte die Kolonialzeit für die ehemals Kolonisierten. Und das impliziert ja schon rein sprachlich, es muss Vorteile gegeben haben. Und da haben wir dann so Argumentationen wie, naja, aber in Namibia beispielsweise wurde die Autobahn gebaut. Und um das mal so diese Diskurse dazu zu parallelisieren, das würde in die Richtung gehen, als würden wir sagen, naja, Hitler ist nicht so schlimm gewesen, er hat Autobahnen gebaut. Ja, wird ja auch gesagt. Interessant, dass es diese Leute gibt es. Dass es das Argument sozusagen parallel gibt. Jetzt klang bei dir schon implizit eine Definition von strukturellem Rassismus an. Du hast gesagt, der wird nicht nur, sage ich mal, von Personen getragen, sondern ist implizit auf allen Ebenen, egal in welchen Bereich du schaust, Bildung, Politik, Dating, war ein Beispiel, das du gebracht hast. Ich würde einfach nur gerne, damit wir vom selben reden, euch beide fragen, geht ihr da konform, habt ihr Ergänzungen oder sprecht ihr da von anderen Dingen, wenn ihr von strukturellem Rassismus oder struktureller Ungleichheit redet? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich zu strukturellem Rassismus arbeite. Mhm. Ich bin in der Digitalpolitik unterwegs und ich drehe das immer positiv. Ich rede über Diversität und Pluralismus. Aber ich kann jetzt, es würde definitiv zu weit führen, wenn ich mir anmaßen würde, strukturellen Rassismus zu definieren. Was sagst du, Lena? Naja, also es hängt ja immer mit Privilegien zusammen, beziehungsweise mir fehlt immer das Wort für Nicht-Privilegien, also Disprivilegien. Und überall da, wo ich ein Disprivileg habe, da stoße ich permanent auf Probleme, auf die Leute, die dieses Privileg haben, nicht im Traum drüber nachdenken würden, dass es überhaupt Thema sein könnte. Und das ist aber in den gesamten Alltag, das ist überall integriert. Also ich weiß nicht, wir haben hier ja eine Menge weißer Männer auch sitzen. Hat irgendjemand von denen schon mal drüber nachgedacht, dass es was ausmacht mit einem Menschen, wenn ich keine Kinderbilderbücher finde, in denen ich mich wiederfinde, in denen ich mich identifizieren kann? Weil das ist, weiße Jungs finden das überall. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele coole, taffe Vorbilder du in deiner Kindheit in schönen Büchern gefunden hast. Da muss man schon Eltern haben, die da explizit nachsuchen und explizit versuchen. Aber dann geht man mit anderen Kindern ins Kino oder in und es ist überall so. Also das ist nicht irgendwie was, wo man sagen kann, naja, im Beruf und im Datingleben, ja natürlich spielt es da eine Rolle, aber es spielt eben überall eine Rolle und es wird einem permanent an jeder Stelle irgendwie reingedrückt. Und das Schlimme ist, dass es sogar an der Stelle relevant ist, an der es
jetzt vielleicht gar nicht mit der Diskriminierung oder mit dem Disprivileg zu tun hat, weil man weiß es ja nicht. Also wenn ich jetzt mich um eine Stelle bewerbe und hätte fast geklappt, aber der Job ging an einen Mann, ich weiß irgendwie so um die 70% könnte das durchaus was mit dem Geschlecht zu tun haben. Es könnten aber auch die 30% sein. Es könnten immer auch die 30% sein. Ich habe nie die Sicherheit, ja, das war es jetzt wirklich, sondern es ist so, ja, strukturell ist das schon wahrscheinlich oder ist es schon gut möglich, dass das jetzt mal wieder Diskriminierung war. Aber ich kann meinen Finger nicht drauflegen. Ich kann nicht sagen. Und wenn wir das jetzt nochmal ins Netz wenden und das ins Blick nehmen und auf dein Kerngebiet münzen, also als Feministin, dann ist es, kann man sagen, das Netz ist frauenfeindlich oder gibt es da auch ein 70-30-Verhältnis? Das Netz ist erstmal überhaupt nicht feindlich oder irgendwas. Das Netz ist ein Kommunikationswerkzeug, ein Kommunikationsverstärker und damit verstärkt es das, was wir reingeben, also was damit verstärkt es uns und unsere Haltung und entsprechend kann es die feministische Bewegung stärken, es kann die Transbewegung stärken, es kann ganz viel stärken, aber es zeigt eben auch, es stärkt eben auch die so früher an den Stammtischen gesessen haben und wo ich mir den komischen Mist nicht reinziehen musste, die heute irgendwie auf Twitter bei Hashtag hart aber fair ihren gesamten Müll abladen. Das kriege ich halt auf einmal auch mit und das wird auch verstärkt. Das heißt, da ist einfach die Frage, wie gehen wir damit um? So wie mit jedem anderen Werkzeug auch. Okay, dann würde ich dich gerne nochmal dezidiert nach der Piratenpartei fragen. 2010 wolltest du ein Frauennetzwerk gründen innerhalb der Berliner Piraten und da gab es ziemlich starken Gegenwind und du wurdest verwarnt wegen parteischädigenden Verhaltens. Da wäre dann der Hashtag gewesen Häkelgruppe, das war das böse Schimpfwort, was euch angeheftet wurde. Dann hast du versucht, eine Mailingliste zu etablieren für Frauen, die wurde auch abgelehnt, unter anderem, fand ich sehr interessant, auch von Frauen mit der Begründung, das sei unfair und benachteilige die Männer und es sei nicht transparent, weil ja dieser heilige Gral Transparenz auch von den Piraten getragen wird. Also die verstanden sich schon als eine netzpolitische Avantgarde, die das jetzt endlich mal richtig geschnallt haben mit der Digitalisierung, was die anderen Parteien in dem Verständnis nicht taten und haben trotzdem ja, diese Denke aus der Steinzeit, wie geht das zusammen? Also hat das irgendjemand außer dir noch problematisiert? Ja, also es gibt ja jetzt mittlerweile bei den Piraten auch, ja, wobei mittlerweile sind einige schon wieder weg. Also es gab dann auch viele Feministinnen, die sich durchaus auch ein bisschen durchgesetzt haben. Es war dann ganz witzig, weil viele sich gar nicht mehr daran erinnern konnten. Also ich habe irgendwie so das Feld geplaniert und deswegen nenne ich mich auch gar nicht mehr Piratin. Ich bin noch Mitglied, da mache ich keinen Hehl draus, aber ich bin absolut nicht aktiv, weil... So, also ich unterstütze diese Idee, gerade die lokalen Gruppen, da passiert doch durchaus noch was, gerade auch zum Thema Datenschutz, das bedeutet mir was. Aber trotzdem noch aber mal auf aktiv das Feld. Bringe ich mich nicht ein. Also eine Avantgarde, selbst erklärt oder auch de facto zementiert gesellschaftliche Machtverhältnisse, also denkt in einer Hinsicht fortschrittlich und in der anderen überhaupt nicht, verwahrt den Status quo, da ist rückschrittlich. Wie passt das zusammen? Ja, na klar, das ist der blinde Fleck, der mir entsteht, dadurch, dass ich mal wieder ein Privileg habe an einer Stelle und einfach mich nicht einfühlen kann oder reinversetzen kann, wie das ist oder wie das sein kann. Also es gibt eben... Es gibt die Situationen, die kann man mir erklären. So, wenn du mich irgendwie komisch angaffst, dann fühle ich mich unsicher und dann fange ich an zu stottern. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Es gibt die, über die man zwar niemals von sich aus nachgedacht hätte, aber die dann doch irgendwie plausibel klingen, wie das Beispiel mit dem Bilderbuch. Und es gibt aber auch die Fälle, da wäre niemand auf die Idee gekommen, mir das überhaupt zu erklären. Und da wäre auch ich niemals, wie hätte ich aus meiner privilegierten Situation darauf kommen können. Also das kann man auch noch nicht mal zum Vorwurf machen. Ich benutze da immer das Beispiel mit dem Linksverkehr im Kopf oder mit dem Linksverkehr in England, das mir nämlich selber passiert ist. Ich bin nach England gefahren, 14, Schüleraustausch. Und wie man so mit 14 ist, alle, die mir sagten, Vorsicht, da ist Linksverkehr, ja, weiß ich selbst, kein Problem. Auch meine Mutter sagte dann nochmal, sei vorsichtig beim über die Straße gehen. Mhm. Ja,
gesagt und überhaupt erst verstanden, warum ich dabei vorsichtig sein soll, weil mit 14 fährt man ja kein Auto, warum soll mich das interessieren? Und dann ist eben dieser Effekt, man guckt nach rechts und das Auto kommt von links und ich werde fast überfahren und denke, ach so, deshalb. So, und das ist der Moment, das kann man mir noch erklären, aber niemals wäre ich auf die Idee gekommen und niemals wäre irgendjemand anders auf die Idee gekommen, mir zu sagen, übrigens, der Linksverkehr in England, der wirkt sich auch auf die Rolltreppen aus. Die fahren da nämlich auch andersrum. Und ich laufe permanent falsch rum auf die Rolltreppe und frage mich, was ist denn hier los? Und erst in dem Moment, wo ich kapiert habe, in Deutschland, da wo ich herkomme, da gibt es eine Regel, nämlich, dass die Rolltreppen Rechtsverkehr haben. Es sei denn, es gibt Ausnahmen, ich habe das später dann recherchiert. Oh, ich wusste gar nicht, auf wie vielen Feldern du Expertise hast. Es hat mich dann interessiert, aber ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland da eine Regel gibt. Das war für mich einfach so, ja, warum soll ich auf die Idee kommen, diese Frage zu stellen, ob es dann eine Regel gibt? Mir fällt es überhaupt erst auf in dem Moment, wo ich im anderen Land bin. Aber in das andere Geschlecht kann ich nicht reinschlüpfen. Ich kann auch nicht in eine andere Hautfarbe reinschlüpfen. Und von daher ist das, kein Engländer kommt, geht zu einem Deutschen hin und sagt, du, bei uns waren aber die Rolltreppen andersrum, weil auch die ihre eigenen das vielleicht gar nicht wissen. Und da gibt es also eine Menge, ich nenne es jetzt mal Geheimnisse, die super schwer vermittelbar sind. Und in die man sich eigentlich, auf die man auch nicht von alleine kommt, wo man auch niemandem einen Vorwurf machen kann, aber wo man sich einfach bewusst machen muss, ich habe hier ein Privileg und deswegen habe ich blinde Flecken. Das und ist die Piraten ein super Beispiel, haben damals den Fehler gemacht, Privilegien zu haben und kein bisschen drüber nachzudenken, ob sie dadurch blinde Flecken kriegen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, um zu erklären, wie Erkenntnis funktioniert. Fatalerweise ist es tatsächlich oft so, musste ich auch schon oft erleben, man muss leider den Scheiß immer selber machen, also Fehler selber machen, blöde Erlebnisse selber haben. Es nutzt mir recht wenig, wenn ich gesagt bekomme, pass auf und das könnte passieren und da ist eine Untiefe und so. So, ich muss halt selber erst, wie in deinem Beispiel, fast vom Linksverkehr überfahren werden. Wie kann man das denn irgendwie standardisieren, also Erlebnisse solcher Art verschaffen, damit Wissen vermitteln, die diese blinden Flecken schließen? Weil das ist ja, ich glaube, das lässt sich auf alle eure Arbeitsbereiche übertragen. Man muss an den Punkt kommen, an dem jemand merkt, ach, so ist das. Lässt sich da irgendein Verfahren, irgendeine Blaupause draus ableiten? Also an dem Punkt bin ich noch gar nicht. Ich bin erstmal überhaupt an dem Punkt zu sagen, wenn du ein Privileg hast, denk dran, das bedeutet, du bist an der Stelle blind für Probleme oder Anliegen oder Themen, die Leute haben könnten, die dieses Privileg nicht haben. Du bist da blind und du musst an der Stelle einfach viele Fragen stellen. Du musst nachfragen, wie sieht's aus? Und dann musst du dich natürlich auch ein Stück weit darauf verlassen können, dass du da nicht nur Kokolores erzählt kriegst, sondern dass das, also du musst es auch ernst nehmen können und dich darauf auch einlassen. Und dann gibt es Situationen, wo man es vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann und trotzdem sagt, okay, aber kann ich eigentlich nicht gut beurteilen. Von daher akzeptiere ich das jetzt erstmal. Und wenn wir alle da wären, wenn wir da an dieser Stelle schon wären, dann wären wir schon einen riesen Schritt weiter. Und dann könnte man die Frage stellen, okay, wie kann man da jetzt noch weiterhelfen? Aber ich glaube, dieses Nachfragen und sich bewusst machen, das kann ich jetzt eigentlich hier gar nicht beurteilen. Ich brauche mal jemanden, der das beurteilen kann. Hier, kann ich dich was fragen? Mhm. Ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Sache, die viel verändern würde. Was sagt ihr, wie kriegt man diesen blinden Fleck als solchen erstmal ins Bewusstsein, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist? Der Witz ist ja, dass man den nicht bemerkt. Man wird nie alle blinden Flecken in irgendeiner Form erkennen können. Ich weiß auch nicht, ob das nicht... Du hast vollkommen recht. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir können auch nicht von jedem erwarten, permanent jeden verdammten Tag nach 5 blinden Flecken zu suchen. Das ist einfach unrealistisch. Das sehe ich einfach nicht, dass die Gesellschaft da ist. Ich glaube, ich würde es auf eine Ebene höher bringen, weil wir ja über Diskriminierung und was das Internet in der Form auch dazu beiträgt, sprechen. Das Internet ist ja kein Allheilmittel, es ist aber auch keine Dystopie, sondern es verstärkt, was gesellschaftlich und politisch bereits gegeben ist. Das heißt, wenn wir unsere gesellschaftlichen Strukturen nicht anpassen, dann verändert sich da auch nichts. Und der Punkt, den ich machen würde, weil von Genderfragen mal abgesehen oder von dem, was wir auf der individuellen Ebene machen, es wird halt dann kritisch, wenn wir, und das ist vorhin in dem, Lisa hatte das erwähnt, wenn Unternehmen beispielsweise wie Facebook, wie Google und auch andere Infrastruktur anbieten oder Services anbieten,
die aber nach ihrem Code of Conduct, ihren Terms of Services, wie auch immer, die definiert sind nach bestimmten westlichen Standards, in andere Regionen exportieren. Was heißt das? Wie geht man damit um? Das würde ich dann als strukturelle Diskriminierung sagen, wo bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, die wir selber noch gar nicht in unserer eigenen Region durchdiskutiert haben, ist ja nicht so, als ob die Nutzerbedingungen tatsächlich so akzeptabel für jeden sind oder als ob sich jeder damit wohlfühlt, dass bestimmte Rechtsdurchsetzung privatisiert wird und gleichzeitig wird es bereits exportiert in Länder, die vielleicht noch nicht so viel Infrastrukturen haben. Gleichzeitig, das ist ein Punkt, den ich vielleicht zu meiner Arbeit machen würde, zu diesem Zero-Rating. Wir haben gerade bei Mozilla, wir hatten einen Studienauftrag gegeben in verschiedenen Regionen. Es ist relativ klar, dass Facebook überhaupt keine neuen Nutzer online bringt mit diesem Service. Sie versuchen es zwar, aber die Daten sagen eigentlich, es kommen keine neuen Nutzer. Im Gegenteil, die sind viel, viel smarter, als sich Facebook das jemals gedacht hat. Die haben dann einfach 5 Telefone und jedes Telefon hat einen anderen zero-rateden Service. Das heißt, die Daten lassen sich auch mitunter gar nicht miteinander verknüpfen. Das heißt, die Profilerstellung, von der Facebook dann profitieren würde, auch monetär, nicht mal die erreichen sie in den Gebieten, wo sie momentan ihren Services anbieten. Wo ich nur sagen kann, Ironie des Schicksals, haben sie vielleicht auch was gelernt, blinder Fleck erhoben. Weil sie haben tatsächlich mit ihrem Privileg vollkommen unterschätzt, dass natürlich die Menschen wahnsinnig intelligent sind. Und nur weil sie das Internet noch nicht haben, natürlich trotzdem das hacken. Das liegt in der Natur der Sache. Menschen machen sich immer das zu eigen, was sie haben. Und das hat nichts mit ein bisschen zu tun, sondern man sucht sich seine Puzzleteile und bastelt sich das. Und da würde ich dann in dem Fall auch sagen, wie ja, bestimmte Echo Chambers, wie es immer so schön heißt, also bestimmte Räume verstärken sich. Und auch, man sagt ja immer, die, die am wenigsten zu sagen haben, haben am meisten Zeit, das auch dann mitzuteilen. Das verstärkt sich im Internet auch. Gleichzeitig hat das Internet genau halt auch diesen positiven Effekt, wie man hackt es sich halt so zusammen, wie man es braucht und man macht das, womit man was Besseres schaffen kann und damit können auch bestimmte Blindspots letzten Endes überbrückt werden. Und das sollten wir, glaube ich, auch nicht vergessen. Also wir können nicht jeden einzelnen Menschen überfordern mit Ansprüchen, aber wir können bestimmte Technologien nutzen, um uns zu informieren. Wir müssen nicht permanent Menschen erschrecken auf der Straße, weil wir fragen, ich verstehe es nicht. Wir können halt auch bestimmte andere Mittel nutzen und Grenzen damit überschreiten, was vorher nicht möglich war. Vielleicht darf ich da kurz anfügen. Für mich ist dieses Gleichnis deswegen so wichtig, gerade weil es Verständnis für das Unverständnis weckt. Also weil ich von dieser Vorwurfsposition wegkommen möchte, weil ich so genau dieses Verständnis für eine 14-Jährige, die ins Ausland fährt und ich heute im Nachhinein denke, ach wie süß, aber ich denke eben nicht, ist die blöd, sondern ich habe auch ein Verständnis dafür und ich habe auch ein Verständnis, wenn über diese Bilderbuchsache noch nie ein weißer Mann mal nachgedacht hat, weil das, also darum geht es mir vor allen Dingen, dass dieses Vorwurf Ding wegkommt, sodass ich mal wieder zu jemandem sagen kann, du, das, was du da gerade gesagt hast, das war rassistisch, ohne dass der gleich hört, du bist Rassist. Weil wir müssen das aussprechen können. Wir müssen aussprechen können, wenn jemand, der das überhaupt nicht wollte und gar nicht so gemeint hat und eigentlich voll der nette Kerl ist, aber irgendwo was aufgeschnappt hat, was er dann zum 5. Mal gehört hat und beim 6. Mal reproduziert, das müssen wir hinweisen können, ohne dass das gleich wie ein persönlicher Angriff wird. Und wir müssen uns auch mit unserem eigenen Rassismus selbstkritisch auseinandersetzen dürfen, ohne dass wir damit gleich in eine Ecke gestellt werden, in die wir natürlich alle nicht hinwollen. Und darum, also es geht vor allen Dingen darum, den Vorwurf rauszunehmen, zu sagen, kann ich nachvollziehen, aber geh verantwortlich damit um. Da wollte ich dir gar nicht widersprechen. Josephine, was würdest du nochmal auch an dich die Frage nach dem Aufspüren und Bearbeiten blinder Flecken, wie würdest du, ja, was würdest du darauf entgegnen oder würdest du zustimmen? Genau so sollte das sein, auch jetzt nochmal mit dem Zusatz, was Vorwürfe betrifft oder Verurteilungen betrifft. Also zunächst finde ich spannend, dass wir in dem Zusammenhang über sogenannte blinde Flecken sprechen, weil Diskriminierungskritik hat erstmal nichts damit zu tun, ob wir sehen können oder nicht, sondern das ist zutiefst ableistisch, wenn wir in dem Zusammenhang von Blindheit sprechen. Was wäre dein Terminus? Ignoranz. Es geht schlicht und ergreifend um Ignoranz letzten Endes. Es geht darum, dass wir alle beschränkte und einfache Perspektiven haben. Wir sozusagen haben eine Perspektive auf die Welt, die sich sehr stark auf uns selbst bezieht, die sich bezieht und speist aus unseren eigenen Erfahrungen. Und das ist, finde ich, erstmal überhaupt nicht problematisch. Da würde ich total mitgehen. Also ich denke, das Problem besteht nicht darin, dass wir sozusagen beschränkte Wesen sind auf dieser Welt, sondern ich glaube, die Problematik besteht darin, dass wir darüber nicht sprechen können und dass wir das sozusagen nicht offenbar machen können. Ich glaube, darin besteht das größere Problem. Das heißt, so wie du das gerade ansprachst, du meintest, naja,
Das ist sozusagen, also für dich, du hast Verständnis dafür, wenn Leute sich über Sachen keine Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich dafür Verständnis habe, sondern ich glaube, die Frage ist doch viel mehr, wie können wir sozusagen damit umgehen? Also es geht aus meiner Sicht darum, sagen zu können, ein Verhalten ist problematisch, ein Verhalten ist rassistisch, ein Verhalten ist ableistisch, ein Verhalten ist sexistisch und so weiter und so fort, ohne sozusagen, dass das auszusprechen das Problem an sich ist. Weil wir so tatsächlich. Geht das? Also ist das jetzt Theorie oder Praxis, von der du sprichst? Geht das, so miteinander zu reden, oder geht es nicht? Naja, ich glaube, es ist voraussetzungsvoll. Und ich glaube, Diskriminierungskritik insgesamt ist voraussetzungsvoll. Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen in eine diskriminierungsfreiere, dann bedeutet das, dass wir an uns selber arbeiten müssen. Und das bedeutet, dass wir eine Bereitschaft dazu haben müssen, uns auch Sachen über uns selbst anzuhören und die auch einzugestehen, die wir unter Umständen, die unserer Eitelkeit vielleicht nicht entsprechen. Das funktioniert definitiv, aber mit Blick auf meine eigene Bildungsarbeit würde ich schon auch sagen, das funktioniert, wenn diese Bereitschaft da ist, und das ist nicht die Regel. So, wie ist denn eure Bereitschaft? Also hier zum Beispiel Platz zu nehmen oder Fragen zu stellen oder euch zu dem Gesagten zu verhalten? Und ich muss eine Drohung hinzufügen. Ich war im Sommer schon so weit, diesen verdammten Lernstuhl abzuschaffen, weil ich dachte, der hält die Leute eher davon ab, zu fragen, als ihre Fragen zu stellen oder ihre Meinung kundzutun. Ihr könntet ihn jetzt retten. Ach, das ist doch super. Vielen Dank. Wäre schön, wenn du dich kurz vorstellst und sagst, mit wer du bist, aus welchem Zusammenhang du kommst. Ja, ich bin Luis, 18 Jahre alt, und ich bin hier, weil mich mein Papa mitgeschleift hat. ja, dass es gewisse blinde Flecken gibt, ja, das verstehe ich. Wo ich allerdings ein bisschen Skepsis habe, ist, nehmen wir mal als Beispiel Rotkäppchen. Ups, okay. Ja, ihr hattet das angesprochen, Kinderbücher, mit denen man sich identifiziert. So, und auch mit Rotkäppchen konnte ich mich gut identifizieren. So, weil es ist ein Märchen für Kinder. So. Und es ist auch, es gibt auch häufig einen gewissen Interpretationsraum bei Geschichten. So, das ist mir just wieder eingefallen. Es gab vor kurzem eine Diskussion über eine Neuinterpretation von Harry Potter. Und ich frage mal in die Runde, welche Hautfarbe hat Hermine? In der Neuinterpretation ist sie schwarz, das weiß ich. Ah, okay. Die Fangfrage funktioniert so. Ja, ja. Also nicht. Okay. Im Buch findet es tatsächlich niemals ganz genau, ganz genau. Die Haarfarbe, die Augenfarbe. Das ist nur unsere Interpretation. So ist. Das wollte ich nur dazu sagen. Naja, aber okay, jetzt versuche ich das irgendwie noch mal fruchtbar zu machen für Diskussionen. Was heißt das, dass wir dazu neigen, Sachen zu vereinfachen, die vielleicht gar nicht so sind, wie sie in unserem Kopf sind, unsere Mehrheitsmeinung projiziert die ganze Zeit, auch Ungerechtigkeiten, oder vereinfacht, simplifiziert, also was soll... Helft mir. Ja, natürlich. So, also dafür sind ja auch gewisse Stereotypen da. Dass man sich Dinge vereinfacht. Man kann ja, wenn man in Deutschland unterwegs ist und sich mit verschiedenen Lokaldialekten auseinandersetzen muss, da sagt man sich, okay, die in Sachsen, die können einfach nicht sprechen. Und dann funktioniert das schon. Ich habe Bekannte in Sachsen, ich weiß, wovon ich rede. Josephine hat das Mikro im Anschlag. Ich glaube, ich würde da ein paar Gedanken unterscheiden wollen. Also auch ich konnte mich als Kind durchaus mit Rotkäppchen identifizieren.
definitiv. Ich glaube aber, dass es um zwei unterschiedliche Sachen geht. Und zwar einerseits sozusagen kann ich mich mit Kindermärchen identifizieren und aber auch die Frage, werde ich und meine Lebensrealität repräsentiert? Das sind aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Aspekte, die ich nicht unbedingt zusammendenken würde. Weil Repräsentation bedeutet, dass ich zum Beispiel andere schwarze Kinder in Schulbüchern sehe, die eine positive Rolle spielen. Das heißt, ich kriege sozusagen Angebote dazu, wer ich auch mal sein kann, wenn ich groß bin. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich hätte in meinem Kinderbuch zum Beispiel eine schwarze Bundespräsidentin gesehen, dann ist das sozusagen ein Angebot, wer ich sein kann, wenn ich irgendwann mal groß bin. Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Aspekte, die ich nicht unbedingt zusammenbringen würde. Und ein anderer Gedanke mit Blick auf die Frage danach, wie Hermine jetzt interpretiert wird. Tatsächlich Diskriminierung ist normal und Diskriminierung basiert darauf, dass wir Vorstellungen davon haben, was normal ist. Und deswegen ist es gar nicht notwendig, dass wir zum Beispiel in einem Buch wie Harry Potter eine Beschreibung davon haben, wie jemand konkret aussieht, zum Beispiel mit Blick auf Hautfarbe, sondern das können wir selber füllen, weil wir Vorstellungen davon haben, was quasi normal ist. Aber damit können wir natürlich auch falsch liegen. Und genau das ist sozusagen die Frage, die sich stellt. Etwas, was mir zum Beispiel regelmäßig passiert ist, wenn ich meinen Namen nicht sage am Telefon, dann denken Leute, dass ich weiß bin. Weil nämlich mir unterstellt wird, als schwarze Person, ich kann nicht besonders gut Deutsch sprechen. Und auch da geht es sozusagen um diese Vorstellungen von, was ist vermeintlich normal und was ist es eben nicht. Jetzt waren wir tatsächlich vorhin bei dem letzten Rede, oder möchtest du noch was erwidern? Ich will überhaupt nicht... Ich warte, bis ich was zu sagen habe. Okay, wunderbar. Sehr gut. Jetzt waren wir tatsächlich bei dem, ich glaube, letzten oder vorletzten Redebeitrag von Kathleen schon eigentlich auf der algorithmischen Ebene und auf der Ebene der Unternehmen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt Software zur Gesichtserkennung, die nimmt Gesichter schwarzer Menschen nicht wahr. Also sie sieht sie förmlich nicht. Dann las ich jetzt in Vorbereitung auf heute Abend über einen jungen Mann in Neuseeland mit Eltern aus Taiwan. Der konnte seinen Reisepass in Neuseeland nicht online verlängern, weil die Software seine asiatische Augenform gelesen hat als geschlossene Augen. Also die Software sah nicht, dass er die Augen geöffnet hat. Eine Harvard-Professorin, Latanya Sweeney heißt sie, hat ihren Namen gegoogelt, beziehungsweise ein Journalist war bei ihr und sie wollten einen alten Aufsatz von ihr suchen, googeln ihren Namen und bekamen angeboten zu gucken, ob sie vorbestraft sei, worüber sie sich wunderte und es erst nicht glaubte. Und der Journalist meinte, es ist bestimmt, weil ihr Name schwarz klingt. Und in der Tat, sie hat sich das dann zur Aufgabe gemacht und beforscht. In der Tat ist es so, dass Namen, die so klingen, als könnte der oder diejenige, der diesen Namen trägt, schwarz sein, werden abgecheckt und geguckt, gibt es da irgendein Problem in Sachen Kriminalität, weil diese beiden Aspekte miteinander assoziiert werden. Wenn ihr das hört, wer ist hier rassistisch und wer diskriminiert? Ist es das Programm? Ist es der Programmierer, da wir in der Tat meistens mit männlichen Programmierern zu tun haben? Oder sind es die Strukturen, in denen der Programmierer lebt, über die wir ja jetzt gesprochen haben? Ihr merkt, ich versuche nochmal von Harry Potter, obwohl ich das ein sehr geiles Beispiel fand und auch noch nicht kannte, nochmal den Schritt ins Netz wirklich zu machen. Ich würde dazu kurz was sagen wollen. Das ist keine Frage, die man irgendwie direkt mit derjenige ist schuld beantworten kann. Grundsätzlich kann man immer nur sagen, jeder Algorithmus ist nur so clever wie die Daten, die er vorher bekommen hat zum Training. Das Problem ist natürlich, wenn die Daten, die man ihm füttert, bereits diskriminierend sind, dann wird das natürlich potenziert. Wenn die Daten, auf die ich zurückgreife, auf 50 Jahre Geschichte von Diskriminierung zurückgreifen, wird es nicht besser. Und wenn dann quasi dieser Algorithmus von einem weißen Mann, dann hat er, also Programmieren ist ja nichts anderes als eine Sprache. Das Hauptproblem ist, dass die meisten Programmiersprachen lateinisches Alphabet benutzen und ein gewisses Verständnis von Englisch verlangen, was es schwierig macht, bereits in der Programmiersprache eine gewisse Diversität herzustellen. Man muss eine bestimmte Ausbildung mitbringen. Das ist bereits ein Kernproblem, wie die bestimmten Strukturen von Software unter anderem hergestellt werden. Es gibt gleichzeitig, würde ich jetzt einem Programmierer nicht per se böse Absicht unterstellen. Oft ist tatsächlich das Ziel, etwas leichter zu machen, spielerisch irgendwas innovativ herzustellen. Das ist nicht per se diskriminierend. Das kann jetzt kann Ignoranz sein, weil man nicht drüber nachgedacht hat oder weil er die Daten einfach nicht finden konnte, weil in seinem Bereich die nicht zur Verfügung stehen. Das ist zum Beispiel ein Problem, mit dem ich mich in meinem Job auch beschäftige. Und wir haben unter anderem bei Mozilla gerade ein Projekt, das wir Common Voice nennen, weil das auch für Sprachalgorithmen ein Problem ist. Um auf deine Dialekte zurückzukommen. Wir haben, wenn wir als Deutsche Englisch sprechen, oft das Problem, dass Alexa, Siri etc. uns sowieso nicht verstehen. Also die Sprachförderung, das keine Chance.
die reagiert einfach nicht oder erzählt irgendwas sehr Skurriles. Wir haben versucht, ihr zu sagen, sie soll Witze erzählen, das war nicht so gut. Aber das Problem, warum das nicht funktioniert, ist, weil keine Sprachdaten zur Verfügung stehen, die in irgendeiner Form für die Softwareentwickler bezahlbar sind. Also momentan ist alles proprietär fast, was an Sprachdaten da ist. Und dann keine ausreichende Vielfalt, um Trainingsmaterial zu haben, um diesem Algorithmus so anzupassen, dass er tatsächlich lernen kann. Und deshalb haben wir mit Common Voice tatsächlich eine Datenbank oder versuchen eine Datenbank zu launchen, wo jeder Sätze vorlesen kann. Also man klickt tatsächlich einfach an, dann stehen einzelne Sätze und jeder so viel Zeit, wie er hat, kann manchmal auch nur eine Minute sein, liest Sätze mit seinem Dialekt, mit seinem Akzent vor, um diese Datenbasis zu schaffen und tatsächlich um sinnvoll Sprachalgorithmen, die inklusiv sind und auch auf Minderheiten eingehen können und auf komische, auf Lispeln, auf alles, was nicht der Norm des weißen Amerikaners entspricht, brauchen wir ungefähr 10.000 Stunden, um überhaupt in irgendeiner Form an einen Punkt zu kommen, wo Voice Recognition sinnvoll sein kann. Das sind also enorme Projekte, aber man muss quasi erstmal, wie erreicht man denn die ganzen Dialekte? Das ist ein Projekt, was uns über Jahre beschäftigen wird, aber wir wollen sie zumindest auch als Open Source verfügbar machen, damit auch Entwickler, gerade außerhalb der westlichen Welt, nicht enorme Lizenzen zahlen müssen. Das ist momentan der Fall, um Trainingsdaten zu bekommen und neue Algorithmen zu entwickeln. Wäre das auch eure Antwort? Also die Daten, die dem Programm zugrunde liegen, sind ausschlaggebend und da muss angesetzt werden? Die natürlich, aber auch eben das Weltbild derer, die das, den Algorithmus geschrieben haben, aber eben auch eine zu große, also Algorithmengläubigkeit, sage ich jetzt mal. Also ich kann nicht alles mit Algorithmen lösen und du hast vorhin von Technikpaternalismus als eines meiner Themen gesprochen. Digitale Mündigkeit ist mittlerweile mein Hauptthema. Technikpaternalismus heißt, die Technik gängelt mich, die Technik sagt mir, was ich tun soll und das zu meinem eigenen Besten. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr die Möglichkeit habe zu sagen, ja, du dummes Auto, da liegt ein Rucksack, da muss sich niemand anschnallen, hör auf, mich anzupiepsen. In dem Moment, wo ich das nicht habe, habe ich Technikpaternalismus und in dem Moment werde ich dem ausgeliefert. Und je mehr ich der Technik ausgeliefert bin und gar nicht mehr mitdenken brauche und das auch gar nicht trainiere, mitzudenken, je mehr wir uns sozusagen in diese Welt begeben, desto öfter haben wir das, ja, ich bin gerade aus dem Zug ausgestiegen, ja, aber im Computer ist er nicht drin. Und dann ist halt das, was der Computer sagt, die Realität. Und das ist also eben auch das andere Ding. Je mehr wir also Algorithmen da übernehmen lassen und das akzeptieren, dass zum Beispiel Algorithmen entscheiden, ob wir einen Kredit kriegen oder nicht, die nach sonst was, also die meisten Hintergründe, was da durchläuft an Daten, wissen wir gar nicht, aber sowas wie meine Nachbarn und wie zuverlässig die waren und Vergangenheit und Familie und da spielen Faktoren rein, wo ich auch gar keinen Einfluss drauf habe, aber das ist Realität heute und wir akzeptieren das. Wir gehen zur Bank und wenn die Bank sagt, tut mir leid, hier geht nicht, dann akzeptieren wir das. Da hat der Algorithmus irgendwas ausgespuckt. Wir hinterfragen nicht, wie rechnet der eigentlich? Wir hinterfragen auch, ein paar hinterfragen mittlerweile, wie Google eigentlich auswählt, was eine wichtige Website ist. Das sind ja alles so Situationen, wo sich potenziell Diskriminierung einschleichen kann und das ja auch passiert. Also was ist eine relevante Website? Und da ist auch genau unser Moment, wo wir sagen müssen, da müssen wir verantwortlich mit umgehen. Wir können nicht einfach alles an die Algorithmen abschieben und dann sagen, ja, da habe ich jetzt nicht, das hat der Algorithmus irgendwie rausgegeben, weiß ich auch nicht genau, wie der das macht, aber wird schon stimmen. Sondern da müssen wir auch ansetzen, sagen, das ist unsere Verantwortung. Verantwortlich ist immer die Person, die das Ding bedient, beziehungsweise wenn die nicht verantwortlich sein will, die das Ding gebaut hat. Und da muss man nachhaken und da muss man auch einfach ein kritischeres Denken anstoßen. Von daher tragen wir da auch schon ein Stück alle mit unseren Anteil an Verantwortung. Das ist das, was ich auch mit digitaler Mündigkeit meine. Wenn ich nachhake, dann werde ich dem eher gerecht. Wie würdest du damit umgehen? Also Kathleen sagt, weist nochmal hin auf die zugrunde liegende Datenbasis. Lena sagt, ist aber auch unser aller Verantwortung als Konsumentinnen und Konsumenten.
bedienen wir das Zeug so, wie es das von uns will und geben wir uns mit den Ergebnissen zufrieden? Was würdest du sagen, wie ist damit umzugehen, wenn, wie in den Beispielen vorhin geschildert, du sagst Kreditvergabe, in den USA gibt es Programme, die beraten Gerichte oder Richter, ob eine Person wohl rückfällig wird, die im Knast sitzt, oder ob man sie auf freien Fuß lassen kann. Also überall da wird natürlich Ungerechtigkeit mit eingepreist. Was würdest du sagen, an welcher Stelle kann man das knacken oder da reingehen? Ich glaube, es braucht einfach ein umfassendes Wissen dazu, wie Diskriminierung funktioniert. Ich würde da vielleicht noch mal kurz auch einen Punkt machen zu dem, was du gerade meintest. Das ist nicht unbedingt Diskriminierung, weil es keine böse Absicht sozusagen dem zugrunde liegt. Aber Diskriminierung ist völlig unabhängig von Absicht, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, welche Auswirkungen es auf unterschiedliche Gruppen hat. Ich glaube, der wesentliche Aspekt hier in diesem Zusammenhang ist, dass jegliche Daten, die wir erheben, beziehungsweise die Fragen, die wir an Daten stellen, wie wir Daten erheben, ja schon nicht frei sind von diesen Selbst- und Weltbildern. Mhm. Das heißt, die sind immer schon mitgeprägt auch von tatsächlich dann Diskriminierungsstrukturen. Und deswegen würde ich da nicht die Verantwortung bei der Einzelperson sehen, sondern genau das ist es, wenn ich erkläre, was Diskriminierung bedeutet und dass es eben sowohl im Individuellen, also sprich die Person, die real dann Daten zusammenfügt, als auch im Institutionellen, nämlich welche Fragen stellen wir zum Beispiel, welche Regeln und Maßnahmen gibt es, welche Gesetzesgebungen gibt es, in diesen Zusammenhängen sozusagen schon entstehen. Das heißt, es ist wirklich ein machtvolles System, was sich auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder bedingt und gegenseitig beeinflusst. Von daher, glaube ich, ist da auch eine Frage von Schuld in Realität nicht hilfreich, sondern es geht tatsächlich um Verantwortung. Mhm. Schon deshalb, glaube ich, weil Schuld zu schnell zu einem schlichten Eingeständnis unter Umständen führt, aber es nicht zwingend zumindest mit der Frage verbunden ist, wie können wir damit umgehen, wie können wir sozusagen von hier aus uns weiter bewegen. Jetzt ist das, was Kathleen... Darf ich ganz kurz dazu was ergänzen? Ganz kurz, weil ich da nämlich... frag du ganz kurz und dann würde ich gerne eine Nachfrage noch stellen. Ich glaube, das Problem, was wir jetzt gerade bei Algorithmen haben, ist, dass wir über ganz verschiedene Algorithmen sprechen. Also auf der individuellen Ebene kann man bestimmte Dinge machen, aber es ist ja nicht so, dass alle Daten, die in Algorithmus fließen, gesammelt werden sollten. Also datenschutzrechtliche Regelungen und bestimmte Dinge müssen ja da auch noch mit reinfließen, die haben wir überhaupt noch nicht angesprochen. Was ich auch noch sehr wichtig finde, also wir sollten irgendwo die rechtliche Ebene und der Rahmen, wo bestimmte Grenzen gesetzt werden und was ist ethisch, was ist verantwortungsvoll, das kommt da alles mit rein, das haben wir noch gar nicht wirklich berührt. Und mit Blick auf die Uhr fürchte ich, wir werden es auch nicht wirklich noch berühren. Ich würde gerne noch mal, Josephine, nachfragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also Kathleens Beispiel war, wir brauchen mehr Daten und ihr generiert die per Open Source, weil Leute Lust haben, diese Daten zu liefern und für diesen Zweck mitzuarbeiten. Unternehmen wie Facebook und so werden darauf nicht hoffen können, dass die User nun auch noch irgendwie da mitfinanzieren sozusagen und mit ihre Daten beisteuern, um so einen Zweck zu erreichen. Es gibt die Forderung, Software künftig mit so einer Art Beipackzettel zu versehen. Also wenn man jetzt halt nicht diese Hunderttausenden von Datensätzen bekommen kann, dann wenigstens zu sagen, okay, dieses Programm wurde geschrieben anhand von Daten, die wir 2015 aus Twitter abgesaugt haben. Und zwar waren 70% der Nutzer weiß, 60% waren Männer und alle waren so zwischen 35 und 45, um wenigstens ja im Grunde zu sagen, Vorsicht, dieses Programm enthält Vorurteile. Würdest du sagen, das ist ein sinnvoller Weg, also zumindest zu sagen, das hier ist nicht die reine Mathematik und die ist sauber und völlig unbeeinflusst, sondern ja klar, also das ist ein Programm, das beruht da und darauf. Würdest du das gerne auf den Preiszettel noch mit dran schreiben? Ja. Ich habe jetzt nämlich noch eine Frage. Aber ganz kurz, ich würde tatsächlich gerne erst die Antwort hören und dann. Als Person, die selber leidenschaftlich gerne wissenschaftlich arbeitet, finde ich tatsächlich transparentes Umgehen auch mit Datensätzen zutiefst wichtig. Aber auch das ist aus meiner Sicht insofern wieder voraussetzungsvoll, als dass es zwar schön ist, dass ich eine Vorstellung davon habe, was für Daten, quasi Materialien mir konkret vorliegen. Und trotzdem würde das aber auch bedeuten, dass die Person, die mit diesen Daten umgeht, immer wieder auch ein Wissen darum haben muss, sozusagen, dass es Machtstrukturen gibt, wie sich die auswirken und was das bedeutet im Umgang mit diesen Daten. Okay, so, Louis, deine Frage. Du hattest es ja angesprochen, dass dieser Beipackzettel, wenn der Nutzer weiß, auf Grundlage von welchen Nutzern dieses Programm oder dieser Algorithmus geschrieben worden ist, wie muss dann aber die Nutzerdaten dafür erfasst werden?
So, killt sich dein Lösungsansatz nicht schon für sich als Datenschützerin im Ansatz? Also der Vorschlag kam ja nicht von mir. Ich finde den interessant, aber der Einwand ist natürlich sehr relevant. Das heißt, man müsste eigentlich bei allen immer abfragen, ist das okay, wenn. Aber man kann natürlich Daten auch personenlosgelöst erfassen und jetzt mal zu sagen, das Geschlecht und die Hautfarbe zum Beispiel mitzunennen und das Alter, das muss ja jetzt noch nicht, dann ist ja nichts auf die einzelne Person rückführbar. Also da kann man ja anonymisieren und das ist auf eine Art und Weise möglich, dass es auch mit dem Datenschutz vereinbar ist. Aber es ist eine wichtige Nachfrage und man muss natürlich auch die Leute fragen, ob sie damit einverstanden sind. Ja gut, okay, das ist dann wieder ein weitergehendes Problem. Selbst wenn man das personenlosgelöst machen würde, wie geht man dann mit Social-Media-Accounts von Firmen oder ich kann ja auch für meinen imaginären Hund Du meinst jetzt, wie man die verifiziert, dass hinter dem Account eine Person steckt. Beziehungsweise man muss das ja dann ja auch erfassen, so weil mein Hund, das ist ein Dalmatiner, der ist weiß und schwarz. So. Ich glaube, da kommen ganz viele Dinge durcheinander. Natürlich kannst du das tun, aber die Frage, die gestellt wurde mit diesem Beipackzettel, ist doch: Wofür brauchst du diese Daten? Was für einen Algorithmus trainierst du? Mhm. Und wenn da drauf steht, dass unser Datensample, wie es dann immer so schön heißt, war 35 bis 45, weiß, männlich, dann haben die Forscher sicherlich vorher die Daten entsprechend wissenschaftlich aufbereitet und haben eine gewisse Vorstellung davon. Außerdem gibt es Prozentteile, das heißt, es ist auch gesagt, dass es einen anderen Bereich da drin gibt. Worum es ja eigentlich nur geht, glaube ich, in dieser Idee, bin mit dieser Idee jetzt nicht irgendwie sonderlich vertraut, ist deutlich zu machen, dass es eine Grenze gibt und dass die Daten limitiert sind und dass sie damit auch zwangsläufig diskriminierend sind, weil sie nicht alles abspannen können und damit gibt es Begrenzungen, was dieser Algorithmus leisten kann. Darum geht es letzten Endes. Das heißt nicht, dass wir genau wissen müssen, ist dein Dalmatiner jetzt, wie viele Punkte hat er? Das ist vollkommen egal, das ist für diesen Datensatz unwichtig und das interessiert den Algorithmus auch nicht. Wenn es ihn interessiert, spätestens dann müssen wir mit dem Datenschutz ganz, 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 ganz akut nachhaken. Aber darum geht es letzten Endes nicht, weil der Algorithmus oder Algorithmen, von denen wir jetzt sprechen, in der Form Versicherung, Kredite, Google Search, die arbeiten mit dermaßen vielen Daten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dein Dalmatiner darin auftaucht, relativ gering ist. Ich würde von euch gerne wissen, weil leider wie immer die Zeit schon alle ist, bevor ich alle Fragen gestellt habe, ob ihr noch welche habt. Ja, eine Handmeldung sehe ich. Könnt ihr noch mal bitte energisch euch zwei? Super. Wollt ihr euch zu uns setzen? Knick, knack. Vielen Dank, Louis. Ich muss sagen, ich hätte das mit 18 nicht gebracht und finde es super. Danke. Und mein Name ist Ulrich Deffer. Ich repräsentiere das andere Ende der Altersskala hier und arbeite in einem, sagen wir mal, bedeutenden Bundesministerium hier in der Nähe und mache dort Datenschutzrecht. Und ich habe müssen bei der wir fragen oder raten? Nein. Oder sagen Sie uns, welche? Gut, Bundesjustizministerium. Ja, warum denn nicht? Mein Problem mit Algorithmen, die mir schon häufig begegnen, ist das Verhältnis zwischen Diskriminierung und Rationalität. Algorithmen sind ja nicht irrationale Diskriminierungsinstrumente, sondern die basieren auf Korrelationen in der Regel. Und wenn die Korrelationen gefunden werden, dann werden die übernommen. Das ist, und die Frage Diskriminierung stellt sich niemand. Das ist die eine Frage, die ich habe. Wo kann man da, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Beispiel ist der Wohnort. Das wurde vorhin genannt als Beispiel für Diskriminierung. Es ist auch im Bundesdatenschutzgesetz verboten, dass man Scoring allein auf auf Wohnort stützt. Aber es ist aus der Sicht dessen, der den Algorithmus programmiert oder der ihn nachher bestellt, das ist meine zweite Frage, natürlich rational zu sagen, wenn ich einen Kredit vergebe und jemand wohnt in Neukölln, habe ich vielleicht schlechtere Chancen, dass ich das Geld wiedersehe, als wenn der, weiß ich, in Zehlendorf oder so wohnt. Ist aber diskriminierend. Die andere Frage für mich ist, die Algorithmen verkaufen sich dann gut, wenn die Ergebnisse aus Sicht des Verwenders gut sind. Ja? Das sind aber nicht die Betroffenen. Ein Kredit, jemand, der mir einen Kredit gibt,
Für den reicht es, wenn das Rating so ist, dass er sein Kreditausfallrisiko minimiert. Wenn er das eine oder andere Geschäft verliert, weil jemand zu Unrecht einen schlechten Scorewert macht, ist ihm das egal, solange er nicht merkt, dass er sehr viele Geschäfte verliert. Also die, die die Algorithmen kaufen und letztlich bestimmen, was drinnen steht, sind nicht die Betroffenen. Ich als Betroffener, mir kann einen Beipackzettel so geben, so viele man will. Ich habe nichts davon. Ich kann nämlich nichts ändern an dem Algorithmus. Das war's. Okay, wer möchte antworten? Ich kann gerne anfangen. Absolut, das sind extrem komplexe Fragen und gerade was Algorithmen angeht, Deutschland ist da mit einer der Wortführer ja auch dabei, die Frage zu stellen, wie kann man das transparenter machen und wie kann man eingreifen, wenn notwendig. Gerade wenn Entscheidungen getroffen werden, die mitunter strukturell diskriminierend sind oder aber Konsequenzen haben, wo es war ja nur ein Einzelfall, aber auch der Einzelfall muss mit geschützt werden. Genau das sind die Fragen. Geht es darum, dass es eine Verpflichtung geben muss, dass alle Unternehmen, die mit Algorithmen arbeiten, transparent machen müssen, mit welchen Daten sie machen? Muss es die Möglichkeit geben, dass die Regierung beispielsweise überprüfen kann, den Code, wie der Algorithmus gefüttert wird? Wo viele, die mit Deep Learning arbeiten, sagen, dass funktioniert nicht, weil Algorithmen einfach viel, viel schneller sich entwickeln, teilweise, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob wir, also Elon Musk mit seinem, wir kriegen den Roboterkrieg, daran glaube ich bis heute nicht und es wird auch nicht mehr kommen, aber natürlich entwickelt er sich weiter und es ist extrem komplex, es dauert sehr, sehr lange und mitunter zu lange, um die Diskriminierung in irgendeiner Form sinnvoll einzufangen und deswegen ist es gerade diese ganzen Fakten, die es im Datenschutz gibt, warum man das alles nicht darf, die müssen natürlich auch auf Algorithmen angewandt werden. Das Problem ist, dass wir in der Test-and-Trial-Phase sind, aber dass wir in der Test-and-Trial-Phase sind, heißt ja nicht, dass wir bestimmte Dinge, die falsch laufen, auch im Zweifelsfall wieder rückgängig machen können. Und da muss einfach auch ein gewisser Mut bestehen, zu sagen, wir müssen das verstehen und wir müssen einen Ansatz finden, der sich umsetzen lässt, ohne das Innovationspotenzial komplett runterzufahren. Also das ist eine schwierige Balance. Ich habe da keine Antwort, wie genau so muss es laufen, weil tatsächlich jeder Algorithmus anders ist. Sind vielleicht international Modelle, welche Art von Schiedsgerichten, Ombudsleuten, wie auch immer, Vertrauenspersonen, Gremien da reingucken dürfen? Wie arbeitet der Algorithmus? Mal vorausgesetzt, das wäre dann auch tatsächlich nachvollziehbar. Es gibt Versuche, ohne Frage, aber also es gibt ja auch Open AI, also Open Artificial Intelligence. Auch solche Gruppen gibt es, die genau versuchen, solche Konzepte zu erstellen. Es gibt auch Gruppen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was ethisch ist, also ethische Regeln für das Programmieren zu erstellen. Aber momentan ist das alles sehr von den Programmierern selbst getrieben und nicht, wo man sagen kann, das ist jetzt das internationale Paradebeispiel auf, also jedenfalls ist mir keins bekannt, auf das man verweisen kann. Ich würde vielleicht, ist Ihnen sicherlich bestens bekannt, nochmal Ihren Minister, Ihren Nochminister zitieren. Der fordert ja genau das, ein digitales Antidiskriminierungsgesetz und vorurteilsfreies Programmieren, wobei wir da wieder bei dieser Huhn-Ei-Frage sind, wer fängt an, vorurteilsfrei zu programmieren. Und ab dem Mai nächsten Jahres gibt es eine neue Datenschutzgrundverordnung. Artikel 15 beschreibt das Auskunftsrecht und das sagt, wenn eine Person von der automatisierten Entscheidungsfindung eines Algorithmus betroffen ist, muss der Verantwortliche, und das ist jetzt das Zitat, aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person zur Verfügung stellen. Ist das der Hebel? Also da in die Richtung wollte ich zumindest auch hinaus, dass es natürlich, der Anwender hat überhaupt kein Interesse daran, dass es diskriminierungsfrei sein soll. Aber wir als Gemeinschaft haben ein Interesse daran und deswegen müssen wir auch als Gemeinschaft politisch an der Stelle uns hinsetzen. Genauso wie mich beim Vorstellungsgespräch keiner fragen darf, ob ich schwanger bin oder Kinder kriegen will, weil mich das in eine Situation bringt, in die ich in einem Vorstellungsgespräch nicht kommen sollte. Genauso dürfen eben auch Algorithmen nicht einfach sagen, es sind doch auch viel mehr Schwarze im Gefängnis in Amerika, also werden die schon krimineller sein, weil das dann sowieso noch dazu ein Fehlschluss ist, der ja wieder auf Rassismus basiert. Aber da muss auf jeden Fall eine gesellschaftlicher Druck hin, denn es muss natürlich, eigentlich muss das nicht nur offengelegt werden, ob ein Algorithmus rassistisch ist, sondern es muss auch einfach verboten werden. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan und dann ist auch immer die Frage, wo ist die Grenze, was darf man nicht. Aber die neue Datenschutzgrundverordnung ist an der Stelle auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung. Leider machen wir derweil an anderen Stellen 5, 6, 7, 8 Schritte in die falsche Richtung.
dass wir uns die Frage stellen, wie ist ein Algorithmus beschaffen, der nicht diskriminiert? Das wäre schon mal eine wichtige Sache. Und eine andere wichtige Sache, die mir schon seit langem am Herzen liegt, ist, dass Software halt einfach frei sein sollte und man den Quellcode reinschauen können muss, weil nur dann ist es nicht totalitär. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Staat, wenn ich nicht ins Gesetz reinschauen kann. Vielleicht verstehe ich es nicht, dann kann ich mir einen Juristen oder eine Juristin engagieren und sagen, hier, interpretiert das mal für mich. Aber ich muss das können, sonst weiß ich ja gar nicht, in was für ein System ich mich bewege. Und Gleiches gilt für mich für Software auch. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe zu gucken, was macht die eigentlich, worauf basiert eigentlich diese Entscheidung, die jetzt hier trifft. Und auch wenn ich selber nicht verstehe, kann ich mir trotzdem sozusagen meine Anwältin, meine Informatikerin meines Vertrauens nehmen und sagen, schau mal für mich da rein. Und deswegen muss Software frei sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das schützt noch nicht vor Diskriminierung, aber wäre erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Okay, da sind wir auch wieder, glaube ich, in unserer Gesprächsreihe Is This Utopia? Da haben wir nämlich genau solche Sachen diskutiert in einem alten Salon. Wie würdest du, Josefine, auf diese Frage antworten? Wo kann und muss man da ansetzen? Weil die technische Entwicklung natürlich, wie in allen Bereichen, da auch der Rechtsprechung und der Rechtschreibung, also der Gesetzesarbeit, davonläuft. Also wie kommst du da rein, genau an diesen Punkt? Zugegebenermaßen gar nicht, weil das überhaupt nicht mein Thema ist, sondern die Fragen, die ich mir stelle, schön rausgeredet, ja. Die Fragen, die ich mir stelle mit Blick auf Verwendung von Medien, beispielsweise sozialen Medien, sind einfach völlig andere. Also die Fragen, ich stelle mir viel mehr Fragen zum Thema Zugang. Wie kann etwas zugänglich sein für Personen, die Screenreader zum Beispiel verwenden? Wie kann etwas zugänglich sein für Leute, die taub sind? Welche Leute haben überhaupt Zugang zu Internet? Weil ich mich ja viel mehr beschäftige mit Fragen von Widerstand, zum Beispiel über soziale Medien. So, dann aber dennoch nochmal nachgefragt, wie ist diese Kluft aufzuholen zwischen dem Verfertigen von Gesetzen und dieser langsamen Mühle, in der das dann alles umgesetzt wird und aufs Gleis gebracht wird, und der technologischen Entwicklung? Wenn wir dann jetzt nochmal, wenn ich nochmal zusammenfasse, was ihr drei jetzt gesagt habt, würde ich sagen, das, worauf ihr euch einigen könnt, ist, es ist ein gigantisches Bildungsprojekt. So, es gibt eine Aktivistin, die sagt, Moment, von der Algorithmic Justice League, jeder Programmierer muss sich stets fragen, wen er gerade vergisst. Klingt super, ich frage mich aber, wie realistisch ist das? Ja, aber das ist die Frage, die sich Diskriminierungskritik ja grundsätzlich stellt. Wen kann ich alles nicht mitdenken? Und was kann ich dafür tun, um die mitzudenken? Und dann kommen wir tatsächlich in Richtung von Repräsentation, dann kommen wir in Richtung von Diversität und dann kommen wir dazu, dass es Teams sein müssen, die unterschiedliche Perspektiven haben auf Realität und auch unterschiedliche Erfahrungen mit Blick auf Machtstrukturen. Bündige Antwort, muss ich mal sagen. Es gab noch eine, okay, das war, ging in eine ähnliche Richtung. Gibt es weitere Fragen? Weil das ist jetzt sowas wie Last Call, sonst bleibt sie ungestellt. So, jetzt bloß nicht bewegen. Okay, der Herr Vater, bitteschön. Ich greife nochmal das Kinderbuch auf. Ich vereinfache mir viele Sachen, die im Netz passieren, mit dem, wie es war, bevor es das Netz gab oder bevor es digitale Lösungen gab. Weil sich in meisten Fällen herausstellt, dass die digitalen Lösungen nichts anderes waren als das, was früher das Fernsehen oder was auch immer war. Wenn ich jetzt das Kinderbuch nehme und was du geschrieben hast, dann sind alle Menschen weiß und die weiße Bundeskanzlerin oder der weiße Bundeskanzler und ich sehe mich da, oder Frauen oder schwarze Frauen sehen sich nicht, haben keine Perspektive, die sie sehen können. Wenn ich das vergleiche mit den Algorithmen, die von weißen Männern gemacht werden, ist das nicht das Gleiche? Oder gibt es dort einen Unterschied zwischen der digitalen Welt, die ich jetzt mal mit einem Kinderbuch vergleiche, was ein Buchverlag, hinter dem ein Buchverlag steht, der von weißen Männern gemacht wird, die dieses Buch herausgeben, oder Programmierern, die einen Algorithmus herstellen, in dem ich mich genauso wenig wiederfinde? Ist das das Gleiche in Grün oder gibt es da eine, kann man da, also mache ich mir zu einfach? Also ob die Strukturen, die in dem einen Beispiel wie in dem anderen greifen, vergleichbar sind, ähnlich sind. Genau.
glaube, es war eine Frage. Naja, wenn es nicht hinkt, ist es kein Vergleich. Natürlich kann man da jetzt bestimmt an diversen Stellen, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Stellen werden einem auffallen, was da schiefläuft. Aber letztlich ist es wahrscheinlich sogar gar kein so schlechtes Bild für aus einer diskriminierenden Gesellschaft entstehen eben auch wieder diskriminierende Produkte. Und das muss nicht eine böse Absicht sein. Also jemand, der ein Kinderbuch über einen mutigen Jungen schreibt, der irgendwie sich mit einem Drachen anfreundet oder was auch immer, der macht das im besten Sinne und das ist ja auch, spricht ja auch gar nichts dagegen. Wird ja sozusagen im Gesamtkontext dann zu einem Problem. Und von daher, also erstmal fällt mir nichts ein, wo ich laut sagen würde, nein, das spricht dagegen, aber das könnte noch kommen. Also ich habe was, wo ich finde, der Vergleich hinkt, wo im Prinzip der Algorithmus schwerwiegender ist, weil er im Zweifelsfall sehr viel deutlichere Konsequenzen auf das Leben von einzelnen Menschen hat. Das Kinderbuch können wir lesen, ich kann aber auch ein anderes lesen. Wenn der Algorithmus aber über meinen Kredit entscheidet, habe ich ein Problem, wenn der dann entsprechend diskriminierend mit Daten gearbeitet hat. Insofern ist es ein Ausdruck dessen, was in der Gesellschaft bereits problematisch ist, hat im Zweifelsfall aber sehr viel schwerwiegendere Konsequenzen, weshalb es so extrem wichtig ist, dass bestimmte, also ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen kein neues Internetgesetzbuch, irgendwas, sondern Rechte, die wir bereits haben, müssen genau im digitalen Zeitalter auch umgesetzt werden. Die Umsetzung ist extrem schwierig, weil bestimmte Dinge einfach wahnsinnig komplex sind. Aber ich würde sagen, die schwerwiegenden Folgen sind in dem Fall tatsächlich Das sollte man bei solchen Vergleichen übrigens immer bedenken. Wie gesagt, das Internet verstärkt Kommunikation, verstärkt das, was wir ohnehin schon gesellschaftlich hatten. Das heißt, wenn ich digital und analog vergleiche, meistens ist da ganz der Mensch in der ganzen Geschichte ist gleich geblieben. Der hat sich kaum verändert. Wenn man Kant liest, der könnte man glauben, der hat über Apple geschrieben. Es gibt wirklich Stellen, wo man denkt, der kannte doch Apple gar nicht. Der Mensch hat sich nicht viel verändert, aber die Technik verstärkt es. Und von daher sind bei solchen Vergleichen von der Warte immer schwierig, weil es viel größere Ausmaße haben kann. Ja, das, was du jetzt beschrieben hast, hört sich eher so an wie, okay, ich kann ein anderes Kinderbuch kaufen, aber im Netz gibt es nur Monopole. Das ist ja kein Problem des Algorithmus, sondern einer Monopolbildung. Ja, das ist das, was ich vorhin kurz versucht habe anzudeuten, dass ich gesagt habe, wir sollten vielleicht auch mal kurz auf die unternehmerische und strukturelle politische Ebene kommen, weil das Problem ist, wenn wir immer vom Individuum ausgehen, dass wir genau diese Strukturen, dass wir momentan sehr starke, gerade im Internetbereich, Monopole haben, die mitunter vielleicht auch mehr Macht haben, als manche Staaten in der Lage sind, einzuschränken, dass es ein Problem ist und dass gleichzeitig natürlich der Vorwurf kommt, wenn zum Beispiel die EU sich gegen Google wendet oder gegen Facebook wendet und es gab mehrere Urteile in der Sinn, dass es dann als Protektionismus gilt, was den Wettbewerb einschränkt. Das sind Fragen, die sehr auch emotional geführt werden, aber geführt werden müssen und da war jetzt einfach überhaupt gar keine Zeit drüber zu sprechen, aber definitiv sind das Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also wir müssen natürlich auch einen Wettbewerb im Netz herstellen und im Moment sehe ich sowas, was so ein bisschen wie die Imperien, die sich hervorheben und wir müssen sehr stark Dezentralisierung weiterhin fördern und Offenheit, worauf du zurückgekommen bist. Auch das kann dabei helfen, genau diese Monopolisierung wieder aufzubrechen. So, ich denke, ich kann diese Perspektive nur in Teilen teilen und zwar deshalb, weil ich nicht behaupten würde, dass die Auswirkungen des einen tatsächlich schlimmer sind als die Auswirkungen des anderen. Es sind einfach unterschiedliche Auswirkungen. Ich würde die gar nicht direkt gegenüberstellen, weil tatsächlich würde ich sagen, mit Blick zum Beispiel auf den Kinderbuchmarkt, auch da gibt es definitiv Monopole und es ist kein Zufall, dass viele Gruppen nicht repräsentiert werden. Von daher würde ich mit dieser Aussage von, naja, dann kaufe ich mir einfach ein anderes Kinderbuch, nicht direkt mitgehen. So, ich würde gerne zum Schluss ganz simpel euch fragen, nach allem, was wir gesagt haben, ich hatte ja schon gesagt, ist so eine Art Matrioschka, man guckt in das eine Püppchen rein, da sind noch tausend andere Probleme drin und es sind verschiedene Ebenen, auf der individuellen Ebene, auf der Ebene der Plattform, auf der Ebene der Programmierer, auf der Ebene der Justiz und nicht zuletzt auf unser aller Ebene, nämlich der User und Userinnen und der Konsumentin, würde ich gleichwohl am Ende euch gerne noch fragen wollen, tatsächlich einfach sowas dämlich Blödes wie ein Surf-Tipp. Guckt euch das mal an. Die Visionärin, die Idee, die Seite, die euch inspiriert oder das emanzipative Ding im Netz, die App, durch die ihr dieses Erlebnis vielleicht hattet mit dem Linksverkehr, das in eurem Hirn nochmal irgendwie was anders vertratet hat. Was wäre das? Wo sollen wir mal hingucken, wenn wir jetzt das ganze Blöde haben wir uns eine gute Stunde lang angeguckt, jetzt für heute Abend auf dem Nachhauseweg, was gucken wir uns an?
darf auch ein Kinderbuch-Tipp sein zum Beispiel. Na, dann fang an. Also ich habe tatsächlich gesagt, was könnte das sein? Und nach ein paar Sekunden, deswegen kam die Antwort so schnell, komme ich darauf zurück, das werden wir im Netz nicht finden. Wir sprechen mit Menschen. Sorry, aber so ist es. Also ich würde mit Menschen sprechen, mit Menschen. Auch jeder Mensch, wenn ich mit dir rede, weiß ich auch nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Ja, vielleicht findest du mich scheiße, vielleicht denkst du, ich bin blond und deswegen Nazi oder keine Ahnung was. Ja, kann ja alles sein. Da fängt es ja schon an. Aber Menschen, die sich in die Augen gucken, eine kleinere Einheit gibt es nicht. Und am Ende sind es... Ich würde es aber tatsächlich gerne etwas höher fahren. Alle hier im Raum, also ihr könnt alle gleich gerne miteinander sprechen, dazu ist dieser Abend auch unbedingt da. Aber ich würde tatsächlich gerne so, hier, zack, meine Surf-Tipps. Also ich finde es total schwer, weil was streicht man jetzt heraus? Ich darf eine Person sein. Bin in letzter Zeit sehr bei Pink Stinks und finde die klasse und kann nur empfehlen, den Newsletter zu abonnieren. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich weiß nicht, sie schreibt leider nicht mehr. Sie heißt Pervocracy, Cliff Pervocracy, ist ein amerikanisches Blog, das sich mit dem Zusammentreffen von BDSM und Feminismus auseinandersetzt. Pervocracy, und was? Pervocracy, also wie Pervert und Democracy. Pervocracy.blogspot, ich kann es gar nicht auswendig, aber man findet es in einer Suchmaschine seiner Wahl. Und was ich ganz toll daran finde, ist, das ist nämlich auch für Leute, die mit BDSM nichts zu tun haben, spannend. Sie beschäftigt sich ganz viel mit Themen von Konsens, von wie gehen wir miteinander um, wie können wir sinnvoll miteinander umgehen. Und also Konsens ist ihr Riesenthema und ich bin sehr, sehr traurig, dass sie nicht mehr schreibt seit einer Weile, aber man kann da ziemlich weit in die Vergangenheit noch lesen. Das würde ich empfehlen. Josephine, was wäre dein Tipp zum Gucken, Lesen? Tatsächlich bin ich super viel im Internet unterwegs und sobald ich irgendwo bin, wo das Internet gerade nicht so super gut funktioniert, fühle ich mich, als wäre ich Bambi, das seiner Mutter beim Sterben zuschauen müsste. Aber ich muss kurz überlegen, was ich in letzter Zeit richtig gut fand. Ich finde richtig gut von, ich glaube es ist BBC Three, gibt es auf YouTube so eine Videoserie und da ist es sowas wie Sachen, die du Transpersonen schon immer fragen wolltest oder blöde Fragen, die Transpersonen bekommen, blöde Fragen, die schwarze Personen bekommen. Die finde ich tatsächlich ganz gut, weil ich finde, dass sie einen guten Einblick geben an einerseits, was sind Fragen, die vielen Leuten offensichtlich unter den Nägeln brennen und aber trotzdem sozusagen so viele Perspektiven auf Leben gegeben werden. Das finde ich persönlich immer super bereichernd, weil ich ja natürlich auch nicht in allen Bereichen privilegiert bin. Ich überlege immer noch und bin immer noch total überfordert, aber um vielleicht so die Brücke zu schlagen zwischen dem Netzwerken hier und einer Plattform, die ich aus Gender-Perspektive total toll finde, ist speakerin.org, was ich eine super Initiative fand, weil gerade auch in der Tech-Welt mitunter, wie wir ja wissen, bestimmte Diskriminierungen vorkommen und speakerin.org bringt das tatsächlich, bricht das so ein Stück weit auf und man findet unglaublich tolle Frauen da drauf mit wahnsinnig viel Background, super spannend. Also manchmal finde ich es einfach nur spannend, durch die Profile zu scrollen, weil es wirklich unglaublich ist, womit Menschen sich so beschäftigen. Und insofern, es ist immer so diese Ansage, keine Manels mehr, ist absolut nicht notwendig. Und ich finde, das ist eine tolle Initiative, wo man sehr viel Inspiration rausholen kann. Vielen Dank für die Tipps und für das Gespräch. Ich bin erfreut, dass es tatsächlich in den Nuancen dann doch ziemlich kontrovers war, hatte ich vorher in der Tat gar nicht erwartet. Und danke für die vielen Anregungen und Ideen und für die Mitdiskutanten, Vater und Sohn und für die aus dem Raum. Dankeschön, ihr alle, dass ihr da wart. Jetzt geht's in das Gespräch Mensch zu Mensch. Bis zum nächsten Mal.